Also ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Guckt euch die Scheiße doch mal an da vorne. Ach Scheiße, jetzt ist der Live der Penner. Time shot. Also an der Kamera haben wir heute Sailor Ham. Und Sailor Ham wartet auf Tuxedo. Moment, man muss das mal von nah. So, hier, das ist der eine Verrückte. Ja. Moment. Die andere. Ja, aber hinter der Kamera ist Tuxedo. Weniger hinter, sondern eher vor und lassen wir das. Achso, man sieht dich also. Ja, warte. Jetzt, ah. Ja. Oh Gott, jetzt haben sie alle weggeschaltet. Was? Dich tätowiert. Ich hab einfach so ein JP auf dein Hintern tätowiert. Noch nie aufgefallen. Wer hat mir den JP auf den Hintern tätowiert? Wer ist das gewesen? Wer ist das passiert? Ist halt gruselig. Nein, wir sind das Schweizer Uhrwerk, das reicht. Mir egal, ich hab ein Wasser halt. Nimm. Okay, ich hätte vielleicht vorher FSK 18 einstellen sollen. Mitspielen! Ob man das noch veröffentlichen sollte, weiß ich nicht. Nein, pass auf, nachdem das live gegangen ist, also jetzt sind ja sowieso unter 18-Jährige hoffentlich im Bett. Setze ich das erstmal auf privat, um dann nochmal im nüchternen Zustand überlegen zu können, ob wir das veröffentlichen. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Es reichen, glaube ich, die Leute, die das jetzt gesehen haben. Dann machen wir ein privates Freunde-Album raus, ne? Okay. Aber wir wissen einen, den wir den Link vorher noch schicken müssen. Kuckuck! Ja, mich wolltet ihr gar nicht sehen, ich weiß. Aber die wollen alle nicht mehr. Doch, den Rauch, der Michelle, müssen wir noch einfangen. Alter, ich mach hier den Rauchgeist. Sailor Ham, weiche von mir. Schamane. Wieso, da war doch früher auch immer so einer mit so Karten, ne? Die hat doch immer Karten geworfen. Ja, die hat so Zettel geworfen. Ja, genau. Aber ihr wisst schon noch, dass der Lautsprecher nicht nur mir gilt gerade, oder? Man darf Mikrofon, aber das ist gut. Nein, meine ich ja. Ja. Hör mal weiter, danke. Prost! Ja, bitte. Cheers. Ich treffe mich immer so ganz. Ja, das weiß ich. Aus Erfahrung. Trifft er denn immer mit seiner Sichel? Jetzt müssten wir wissen, was die Mondsteinwahrscheinlichkeit wäre. Ja, wir hören das Ganze jetzt mal besser auf, bevor das noch viel perverser wird. Also das war Sailor 118, ne? Sailor Ham, wenn schon. Wobei, so kann ich wenigstens gucken, was ich aufnehme. Oh, hier nimmt der doch noch weiter auf. Ja, so ist... Ich hab gerade Tschüss gesagt, hallo, bei Tschüss ist Tschüss, da ist Kamera aus, Licht aus, weg. Bei Tschüss ist vorbei. Mach noch mal bitte den letzten Move, bitte. Das übrigens war die Transvestiten-Version von dem Herrn Wahl. Hä? Wieso sind wir auf den Transvestiten? Also, wenn dann gay und nicht Transvestiten. Oh, sorry, die Gay-Version von Herrn Wahl. Nein, das war Sailor Hams Gruß. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Ja, bitte. Ja, bitte. Warum bin ich mit meinem Arsch in Ruhe? Oh, nee. Also, den musst du... Den was nein. Hast du denn? Nein, Cut, Ausschnitt. Nein, den nehme ich nachher raus. Hoffentlich guckst du ihn vorher an. Oh, Moment.
Also, stopp. Wer jetzt guckt, ist klar ein Vorteil. Oder ein Nachteil. Man weiß es nicht. Ihr kommt drauf an, ob er, wie er heißt. Also ja. Müller, Stefan sollte das jetzt besser nicht sehen. Von wem wirst du denn penetriert? Warte. Amazon.de. Oh, du wirst von Amazon penetriert, ja. Drake and Josh. Moment, stopp mal kurz. Nein, gerade nicht. Hast du mal iCarly geguckt? Nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ach, nee, ich gucke lieber Sailor an. Musst du nur geradeaus gucken, da reicht kein Blick auf deine Uhr, mein Freund. Wenn du das veröffentlichen willst, musst du auf jeden Fall ein Bild von Sailor Ham rennen. Oh, ich weiß was, das könnte man auch bei Subway als neues Sandwich anbieten. Sailor Ham. Sailor Ham, ja. Ja, also, Sub des Tages Sailor Ham. Bitte, welchen Tag haben wir heute? Ham. Mittwoch, ne? Mittwoch haben wir heute, ne? Ja. Ja, am Mittwoch geht der Sub des Tages an Sailor Ham, ne? Hm. Und Donnerstags dann, wie war das noch? Was war das? Überwählen wir doch mal ganz kurz ernst. Okay. Wie würdet ihr, also, ne, ihr Zuschauer jetzt, wie würdet ihr ein Sandwich mit dem Namen Sailor Ham belegen? Bitte in die Kommentare. Oder uns als Privatnachricht an unsere Seite schicken. Was müsste Link ist oben in unserem Banner. Ja, was müsste eurer Meinung da drauf? Da bin ich mal gespannt, was da kommt, wenn da was kommt. Kommentieren da wirklich noch? Ja, teilweise. Zwischendurch kriegen wir auch Kommentare. Auch wenn sie dann nur 2 Stunden stehen, aber sie stehen da. Ja gut, okay. Ja, jetzt gerade ist es ja öffentlich. Wir sollten es vielleicht nur gleich auf ungelistet stellen. So. Ja. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen viel. Wenn wir unsere Abonnenten behalten. Ja gut, 90% unserer Abonnenten sind englischsprachig. Die kriegen ohne, ne? Oh Gott, was heißt denn jetzt? Moonstone, Fly and Win. Was? Oh, jetzt probiert's doch mal die Frau, die wirklich Englisch kann. Also Moonstone war schon mal relativ gut, aber wenn du dir nochmal den deutschen Satz in den Kopf durchgehen lässt. Und Sieg, Fly and Win. Theoretisch schon. Ja, Theorie. Moment, aber ist nicht. Das ist ich doch. Könnte ja Fly for Victory sagen. Victory! Nein, wenn bitte Wicked! Nee, das war's guter. Moment, das ist falsch. Victory! Was? Victory? Okay, ja. Yeah, spätestens jetzt. Das ist ja fast genauso wie Factory. Ne, Victory, da haben wir vorher mal gesagt. Anstatt Victory. Das liegt ja auf Factory. Dein Handy redet mit uns. Mhm. Warte, jetzt machen wir die mal. Jetzt machen. Ihr Video wurde. Tanzparty, komm. Den Filter Tanzparty, den probieren wir jetzt nochmal aus. Okay. Es hat sich nicht viel verändert, außer dass die Sarah jetzt heller ist. Warte. Noch heller? Die ist doch schon weiß! Wie viel heller wurde sie? Das war das Traurigste, was ich hier überlegt habe. Ich bin über einen Parkplatz gelaufen und ein Kind hinter mir sagt zu seiner Mutter: Mama, warum hat die Frau so helle Beine? Pass auf, und jetzt machen wir daraus einen Traum. Okay. Wieso hat die Frau da so helle Beine? Weil sie nicht in die Sonne geht, mein Schatz. Und jetzt sind wir alle verstrahlt. Das sind wir doch sowieso.
Jetzt sind wir alle verstrahlt. Nein, ich habe gerade den Filter... Nur sich selbst filmt er natürlich nicht, weil er ist der große Strahl. Warte. So, jetzt sind wir mit Seifenblasen unterwegs. So, damit man mir auch nicht vorwerfen kann hier, ich filme mich nicht selber. Oh, jetzt kommt hier Prinzessin Lillifee. Ah, es ist leer! Ja. Warte. Dann misch doch was an. Wasser, Ich finde welche. Nein, da waren auch noch volle. Ha! Ich spüre, wo Seifenblasen sind. So, jetzt reicht es aber, ne? Jetzt. Dann bekommt der Sailor Hand eine ganz neue Bedeutung. Wir werden so schinken.